Aha, schaut euch den Shit da vorne. Was ist denn das? Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt kein Zweifel möglich. Was auch immer es genau sein mag, wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Hm? Ja. Das ist die Lösung. Wir müssen alle fließen. Wird das Wasser jetzt weggewischt? Sieht so aus, es sprudelt jedenfalls nicht mehr. Oh. Oh. Ah. Aber es geht gleich wieder los. Es funktioniert nicht. Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Nur reicht die Wassermenge noch nicht. Deswegen müssen alle fünf laufen. Und dann schaffen wir es. Das heißt, wir müssen alle lösen. Ist so ähnlich wie der erste natürlich. Jetzt kommt wieder die Stimme. Geliebter Nachkomme, hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht und öffne die vier übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Ja, war klar. Wo? Aha, auf diesen Insel da. Und hier ist aber auch gleich was. Schauen wir gleich mal. Oh. Mal sehen. Die Stimme, diesmal habe ich sie ganz deutlich gehört. Vier Speier sollen wir öffnen, dann füllen sich anscheinend alle drei Krüge dort mit Wasser. Ja. Gut, worauf warten wir, Link? Zusammen sind wir unschlagbar. Ja, machen wir, weil wir haben gesehen, hier an der Seite ist gleich eine. Anscheinend ist dieses Tor zu, also weil wir können kein Schild über uns halten, oder? Also ich sehe kaum Werkzeug. Gehe ich mal da hoch. Ja, also, wir sind nicht sehr viel schlauer geworden, oder? Da ist eine Kugel, das könnte wichtig sein. Da oben ist aber auf jeden Fall... Kommen wir mit einem Sprung dahin? Nein. Aha, da ist Schlamm drauf. So, so, jetzt aber. Ist hier eine Vorrichtung für den Ball, oder? Hier? Ja, aber da fließt Wasser. Also. Ah! Okay, endlich sehe ich, was zu tun ist. Okay, wir müssen diesen Schwebeding mit diesem Teil hier verbinden. Dann müssen wir Schwebeding hochziehen. Fertig. So. Den Ball transportieren wir mit so einem Ding hoch. Falls der doch endlich mal käme. Da ist der Ball, sehr gut. Jetzt gehen wir auch hoch. Dann haben wir den ersten gelöst. Yes. Sehr gut, da müssen wir jetzt rein. Jetzt hat's geklappt. Endlich konnte ich's auslösen. Jawohl. Ich finde es wirklich schwierig, Sidon zu nutzen für sich. Er taucht. Klasse. Einer der Speier ist offen. Ja, sehr schön. Aber er taucht halt immer irgendwie auf, ne? Ganz komisch. Na gut, wir haben den ersten schon mal geschafft, das ist schon mal wichtig. Ein Bogenschütze hier. Nee, nee, nee. Den haben wir richtig hier mal gebullied von allen Seiten, oder? Das war ja richtig gemein. Was? Die Schleime attackieren? Die Konstrukte? Pff, what? Echt jetzt? Entschuldigung.
Oh, machen wir den erstmal platt hier, der stört uns. Was schießt der? Ist das ein Schleimschießer? Was schießt der Kerl? Bitte kein Schleim. Oh nein, der mal schießt Feuer. Ja, sehr übel. Oh mein Gott! Sehr gut. Oh! Moment. Ja, der muss weg. Drehen wir die Zeit um, dann kommen wir damit hoch. Ja. Okay. Okay, here we go. Ja, was ist das Ding? Das muss fließen, hm? Tut's aber nicht, weil es zu weit hinten ist, oder? Ah, Moment. Und? Wird Strom erzeugt? Strom wird erzeugt. Hier muss eine Verbindung ran. Könnte nicht Wasser die Verbindung sein? Geil. Okay, jetzt müssen wir das nur noch hinkriegen mit Sidon. Was ich so komisch finde. Los geht's. Und jetzt können wir mit gedrückt halten. Ja! Die zweite läuft. Das heißt, wir haben die Hälfte schon geschafft. Toll, Link. Nun müssen wir nur noch die letzten zwei Speier öffnen. Schaffen wir schon. Okay, vielleicht schaffen wir es ja direkt darüber. Huh? Können wir so einen Teil nehmen, ein bisschen hoch zu fliegen? Und dann rüber raus? Ich glaube schon. Machen wir das. Boah, was dreht denn hier so durch? Was ist denn das? Wartet mal, können wir das beeinflussen? Nö. Und zeitlich? Auch nicht. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Machen wir erstmal das Konstrukt da platt. Das war's. Hier sind Schwebedinger. Sollen wir das abschießen? Was ist das? Da muss Wasser weggemacht werden. Aha, habt ihr gesehen? Ich habe das Wasser weggemacht. Das müssen wir nur noch treffen. Gott, nur noch. Das kannst du vergessen so. Könnte ich das so schaffen? Das ist nicht möglich. Wir brauchen die Zeitlupenmodus. Das heißt, wir müssen springen. Wir müssen höher und dann springen. Nur so können wir es schaffen, glaube ich. Bam. Ist das nicht geil? Jetzt können wir es machen. Ja, es ist nur noch eine. Und dann kommt Bossy. Super. Einen einzigen noch, Link. Ja, aber da habe ich noch gar keine Ahnung, ne? Das wird das, was ich bis jetzt am wenigsten gecheckt habe. Habe ich irgendwas, was vielleicht hilft? Das hier, vielleicht wenn wir es über Kopf tragen oder so. Oder so ein Schwebeding einfach. Probieren wir mal. Moment. Wir aktivieren ihn. Nehmen ihn. Hoffentlich. Und hallo? Und da liegt auch einer leicht drin. Ja, so kommen wir rein. Okay. Aha. Aha, hier. Und hier muss die Kugel rein. Diese Kugel. Ja, okay. Ja, meine Batterie wird ultra verbraucht gerade eben. So, die Batterie ist gleich leer. Das ist nicht so schlimm. Dann hört wenigstens alles mal auf hier. Ja, mein Plan ist einfach, das Ding ein bisschen anzuheben, selbst hochzuklettern und das Ding abzunehmen. Ich glaube, das ist echt easy. Warten wir mal, bis die Batterie ein bisschen aufgefüllt ist. Dann schieben wir hoch. So hoch, wie wir können. Das reicht bestimmt. Und dann gehen wir hoch. Dann haben wir es. Jetzt verstehe ich, warum wir die Schwebesteine eigentlich wirklich brauchen. Wir brauchen die Schwebesteine ja tatsächlich für das hier. Dann bleiben sie nämlich an Position und wir können das Zeug hier machen.
Alles klar. Komm, Sidon, ich brauche dich. Ohne dich geht's nicht. Maximale Kraft, Leute. Geschafft. Jetzt kommt nur noch Boss. Bin mal gespannt, was da kommt. Wird bestimmt irgendein Wasserwesen sein, oder? Muss ja sein, oder? Wegen Wasser und so. Geschafft, Link. Ja, geschafft. Auf geht's. Jetzt können wir es aktivieren. Gehen wir schnell hoch. Alle sind bis zum Rand gefüllt. Okay, Leute. Ich glaube, da kommt sowieso eine kleine Sequenz. Ich gehe mal kurz weg. Da ist das Üble. Was war das? Das ist weggesprungen. Oh, der Schlamm ist weg. Dann müsste das Dorf eigentlich auch. Da ist was rausgekommen. Oh. Ui, was geht denn hier? Pass auf! Was geht denn hier? Was ist denn das? Oktokos. Oktokos. Sieht der komisch aus. Ding. Du bist schuld. Wie ein Oktopus. What? Der hat einen Hai dabei. Ein Schlammhai. Komm doch. Wir zeigen wir's. Okay, ich glaube, es geht los. Ich komme zurück. Was zum Teufel? Okay, wir müssen jetzt raus wie der. Das Ding spuckt Schlamm aus? Aber gemeinsam können wir es schlagen. Ah ja, ich verstehe. Warte mal. Können wir Wasser auf ihn werfen? Ja, aber vielleicht ein Pfeil mit Wasser. Wenn wir die Möglichkeit haben. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt erwischt habe. Wir haben bis jetzt noch kein Angriffsfenster. Spitze, das hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Ah, das Ding müssen wir nur erwischen. Los! Hallo! Ah, so läuft das. Wie komisch ist das? Komm schon, rauf da. Ah, wir müssen es mit Wasser abschießen und dann liegt es bloß und dann machen wir es platt. Aber das war erst der Erste. Das war erst der Erste. Mal sehen, was das Ding noch zu bieten hat. Bis jetzt... Okay, alles gut. Also einer hat nicht gereicht, habe ich gerade bemerkt. Jetzt liegt er wieder frei. Wir müssen ihn stoppen. Ja, möchte ich gerne. Er läuft weg. Oh, was macht er jetzt? Zweite Phase, hä? Ich glaube schon. Oh. 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 Okay, wisst ihr was? Ich hole mal meinen Hydranten raus. Überall Schlamm. Wir müssen ihn mit Wasser wegspülen. Ja, ich weiß. Das mache ich jetzt auch. Das dachte ich mir schon. Spring! Geht's dir gut? Nein, überhaupt nicht. Gott, wie viel zieht denn der ab? Der ist ja voll heftig. Okay, wir können uns aber super heilen. Entfernen wir den Schlamm, sonst haben wir keine Chance. Ist zwar ein bisschen zeitaufwendig. Okay, Gott sei Dank haben wir Freunde, die ein bisschen helfen. Das hat gesessen. Hallo? Sei vorsichtig! Boah, der kann einen aus der Kampf-Area schlammen. Können wir nichts dagegen tun? Es regnet Schlamm. Nimm dich in Acht. Na, er macht es also immer wieder. Hallo? Ich meine, so werde ich den Schlamm ja nie los, ne? Halt durch! Ja, wo ist denn dein Windstoß? Wo ist Reise? Er schwimmt im Schlamm? So erwischen wir ihn nicht. Das weiß ich doch. Deswegen habe ich ja sofort geschossen. Bitte. Oh, das ist natürlich schwach. Ich bumbar's. Dann nehmen wir das hier. Boah, das hat ihm echt zugesetzt. Das war gut. Ich konzentriere mich jetzt...
Ich konzentriere mich jetzt lieber. Was? Okay, er wirft mit Schlamm. Was für ein Angriff. Wo der trifft, wächst kein Gras mehr. Junge. Ich hab's geahnt. Ich war im Schlamm gesteckt. Ich hätte mich heilen sollen. Ah, das ist ein ekliger Kampf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, weil er dreckig ist. Sondern weil dieser Typ einen ständig verlangsamt. Und du bist eigentlich nur mit der Umgebung beschäftigt, denn mit ihm. Okay, immer zweimal muss man ihn treffen. Jetzt mache ich aber von Anfang an richtig Tempo mit Schaden. Sehe ich jetzt gar nicht ein. Ja, wir stoppen ihn ja. Ich stoppe ihn jedenfalls. Weiß ja nicht, was ihr so macht. Haben wir ihm schon die Hälfte abgezogen? Gut gemacht, Link. Diesmal wissen wir, wie es geht. Da können wir ihn ja gleich eigentlich vernichten. So, gleich zweite Phase. Zweite Phase ist schrecklich. Ich komme nicht hinterher, den Schlamm wegzumachen. Das ist mein Problem. Weil er macht ja die Schlammattacke gleich nochmal und dann ist der Schlamm ja wieder da. Sehr nervig. Überall Schlamm. Wir müssen ihn mit Wasser wegspülen. Lieber nicht. Tja, aber ich erwische ihn schon, weil ich sehe, wo er hingeht. So, Junge. Diesmal habe ich es wirklich ernst genommen. Komischer Oktopus. Yes, geschafft, Leute. Ach Leute, ist doch ein schöner Anblick, oder? Also nicht das Herz jetzt, sondern wenn alles wieder sauber wird. Wenn der Dreck verschwindet. Die Unreinheit. Sedon, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Diese Stimme, die gleiche, die schon die ganze Zeit zu uns gesprochen hat. Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Sora-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule und die Weise des Wassers. Du kämpfst wie das Wasser selbst, fließend und unaufhaltsam. Ja, du bist mein Erbe, die Zierde der Soras. Das schmutzschweinende Monstrum, das ihr besiegt habt, es diente dem Dämonenkönig. Sein Zweck war es, dich von dem Kleinod fernzuhalten, welches du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonenkönig und Mysterienstein? Oh ja. Beides wird auf deinem Wege von gewaltiger Bedeutung sein. Drum höre nun, was ich dir zu erzählen habe. Über die Tragödie des Versiegelungskriegs und die Bestimmung unseres Volkes. Na, was kommt denn jetzt? Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Reich Hyrule war eben erst aus der Wiege gehoben worden.
Da streckte das Böse seine Pranken aus, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der mächtige Dämonenkönig. Doch Rauru, Hyrules erster König, scharte 6 Krieger um sich und stellte sich dem Angriff tapfer entgegen. Kennen wir diese Story nicht? Um den Dämonenkönig zu besiegen, gab uns Rauru die Mysteriensteine. Ja, aber sie war nicht mächtig genug gegen ihn. Geheiligte Kleidung. Also wurde er gebannt, oder? Welche die Macht ihrer Träger vervielfachen. Als Weise des Wassers kämpfte ich erbittert, ausgestattet mit einem solchen Stein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Mit unfassbarer Kraft und Geschwindigkeit durchbrach er meine sonst so standhaften Wasserwelle. Schließlich begriff König Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig die Story kennen wir schon. War. Und dann versiegelte er. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Und kurze Zeit später, da besuchte mich eine der Weisen, die Weise der Zeit. Ihr Besuch war es, der den Soras ihre Bestimmung auftrug. Irgendwann wird das Siegel brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Wenn es soweit kommt, dann wird Link ihm die Stirn bieten, doch er wird Hilfe brauchen. Ich bitte dich, leit dem Ritter Link die Kraft der Soras über das Wasser zu gebieten. In diesem Moment durchfloss mich ein Gefühl der Entschlossenheit. Unser größter Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Wenn er wiederkehrt, wird das Volk der Soras erneut einen Weisen des Wassers hervorbringen. Und dieser Weise wird deinem Ritter Link treu und tatkräftig zur Seite stehen. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Zwar hast du das Dorf der Soras gerettet, und doch, der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Sedon, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und erfülle das Versprechen, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ja, im Endeffekt wiederholt sich's ein bisschen, weil wir schon die Story kennen, aber Sidon musste es halt von seiner Vorfahren erfahren. Ich bin dazu bestimmt, gemeinsam mit Link zu kämpfen? Dabei wollte ich eigentlich nur unser Dorf retten. Doch damit ist's wohl nicht getan, so scheint mir. Genau wie meine Ahnen muss ich für ganz Hyrule kämpfen. Drum werde ich den Stein akzeptieren. Hey ho! Hey, hey ho! Wir haben ihn. Geil. Ich bin der Weise des Wassers. Sieh nur, dies ist meine neue Macht. Deine Hand, bitte. Jetzt kriegen wir noch einen Ring, ne? Ich, Sidon, werde von nun an als Weiser des Wassers mit dir sein. Empfange dies als Zeichen meiner Treue.
Besser gesagt, der Ring wird befüllt. Jetzt haben wir den Zeigefinger. Den kleinen hatten wir schon. Dieser Ring gewährt dir fortan jederzeit Zugriff auf meine Macht. Auf alte Freundschaft, Link. Na dann, zurück in unser Dorf. Geschafft, Mann. Cool. Ah, der Schlamm löst sich. Leute, wie cool. Der ganze Dreck verschwindet. So gut. Ah, geil. Das wird jetzt Spaß machen, die Gegend zu erkunden, richtig? Jawohl. Link, schön, dass du wieder da bist. Du hast es selbst schon gesehen, stimmt's, Link? Toll, oder? Der Schlamm ist weg. Keine Spur mehr, weit und breit. Link, dein Mut hat das Dorf der Zoras und seine Einwohner vor einem furchtbaren Schicksal bewahrt. Keine Worte können unseren Dank ausdrücken, oh Held. Wir Zoras werden dir auf ewig tief verbunden sein. Müsstet ihr eigentlich sowieso schon wegen dem letzten Mal. Aber okay, noch weiter. Und höre, Sidon. Wie auch Link hast du mit all deiner Macht gekämpft, um das Dorf zu retten. Ein prachtvoller, heldenhafter Einsatz. Wir zweifelten nie, dass du dereinst des Thrones würdig sein würdest. Und nun ist zweifelsfrei der Moment gekommen. Mit dem heutigen Tage wollen wir als König abdanken und unseren Thron dir überlassen. Aber Vater, ist das nicht zu plötzlich? Denk doch, ob nicht... Mitnichten, Sohn. Es mag wie ein spontaner Beschluss anmuten, doch den Gedanken trugen wir lange im Herzen. Sidon, mein Sohn. Hiermit sollst du als neuer König den Thron besteigen. Nimm Jonas Hand und schenke den Zoras eine goldene Zukunft. Ich? Der König? Ich danke dir, oh Vater. Du wirst stolz auf mich sein, das verspreche ich dir. Sehr gut, Sohn. So gefällst du uns. Nein, nicht uns. Mir. Nun los, kröne mit dem neuen König der edelsten Ritter Hyrule, sei Zeuge dieser herrenden Augenblicks. Okay, kommt jetzt die Krönung? Ist das jetzt soweit? Tatsächlich, die Krönung scheint wohl stattzufinden gleich eben. Ruhe, Ruhe, sage ich. Ja, tatsächlich, da. Mit dieser Krone, empfangen vom großen Dorefan, diene ich ab diesem Tage als König, dem Volke der Zoras. Ja. Genau, ein König ist vor allem Diener des Volkes und nicht Herrscher. Das haben sie hier richtig ausgedrückt, sehr gut. Und ab dieser geschichtsträchtigen Stunde soll nicht nur ich König sein, sondern Jona, meine Königin. Alle begeistert. Der Schrecken des Schlamms ist gebannt, nun können wir wieder furchtlos unter diesen schönen Himmel schwimmen. Zu verdanken ist dies König Sidon, den edlen Ritter Link sowie jeden Einzelnen hier im Dorf. Es ist mir eine Ehre, von nun an Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Doch dies heißt nicht, dass all unsere Probleme nun verflossen sind. So ist es. Solange die Finsternis in Hyrule weilt, ist unser hart erkämpfter Frieden so verwundbar wie eine Seifenblase. Er muss bewahrt werden. Nun liegt es an den Zoras, Link zu unterstützen. Helft ihm, so sehr ihr nur könnt. Und auch für Königin Jona und König Sidon sei dies die erste große Aufgabe unserer Regentschaft. Ich bin ja nur froh, dass es ihnen wieder gut geht und dass wir das geschafft haben, Leute. Cool. Nun, Link, sprechen wir über Prinzessin Zeldas Verbleib und was ich darüber weiß. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich in einer Vision die Weise der Zeit, als würde sie vor mir stehen. Sie sah Prinzessin Zelda zum Verwechseln ähnlich und kannte deinen Namen. Was, wenn es tatsächlich die Prinzessin Zelda war, die wir kennen? Sollte es tatsächlich so sein, dann wäre sie auf irgendeine Art und Weise in die Zeit meiner Ahnen gereist. Und doch hat Prinzessin Zelda zugleich Vater angegriffen in unserer Zeit. Es ergibt einfach keinen Sinn. Nun, eines steht fest. Wir müssen zuallererst mehr in Erfahrung bringen. Ja, es ist irgendwie ein böser Schatten. Aber sie selbst ist nicht hier, denke ich. Link, da ich soeben den Königsthron erstiegen habe, kann ich dir nicht auf deine Gleisen begleiten. Bitte verzeih. Doch ich werde weiterhin nach Erkenntnissen zu unserer verlorenen Prinzessin Zelda suchen. Bitte versprich, dass du recht bald wieder dem Dorf der Zoras die Ehre deiner Anwesenheit schenkst. Link, da ist es wieder.
Du und ich werden für immer durch die Macht der Weisen miteinander verbunden sein. Eben. Also von daher, alles gut. Wir haben es geschafft, Leute. Schwur von Sidon, Weise, das war so. Sehr gut, wir haben ihn. Thank you.